Herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Piraten oder so. Halt! Freund oder Feind? Feind? Von den Banditen? Freund? Von dir? Keine Ahnung. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Warum fragst du denn überhaupt, wenn du mir nicht glaubst? Ich will da rein. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Und für mich siehst du aus wie jemand, der Gold hat. Also wird dich so ein kleiner Zoll nicht gleich umbringen. Oder sind deine feinen Klamotten etwa geklaut? Du sag mal, warte mal. Ich bin doch nicht reich, nur weil ich ein Magier bin. Also diese Robe, die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich mir verdient. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 300 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. So viel habe ich doch nicht. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm. Ich hab's doch für dich schon billiger gemacht. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Ja, Greg kenne ich. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet. Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Ah, sehr schön. Alles klar. Dann, ja, hatte ich doch schon so eine Vorahnung irgendwie, dass ich hier zu dem Turm muss. Nur dachte ich eigentlich, dass sie vom Piraten sind und nicht irgendwelche Banditen, die den Piraten das Leben schwer machen. So, ich brauche hier mal eben ein bisschen Heilung. 87. 87 sind 70. Und 12. Und siehst du, jetzt sind die Beeren super. Boah, 33 Stück habe ich schon davon. Bin ich voll geheilt? Ich bin voll geheilt. Ich habe schon 33 von diesen dämlichen Beeren gesammelt, die halt so eigentlich fast nichts zu gebrauchen sind, außer um die letzten paar Lebenspunkte aufzufüllen. Ach ja. Und sie machen Karies, genau. So war's. So, wer ist hier? Hier ist niemand. Ich würde gerne die Felle mitnehmen. Warum kann ich die Felle nicht mitnehmen? Es ist mittags. Ich schlafe doch nicht mittags. Außer ich bin angeschlagen. Nee. Gib mir mal die Truhe. Rechts, links. Das ist ja simpel. Was für eine billige Kombination.
Nun denn, dann will ich mal die Banditen hier im Turm jagen. Da kriege ich bestimmt ein bisschen Gold und kann vielleicht den Preis noch ein bisschen drücken. Und vielleicht kann ich dann ins Piratenlager. Andererseits gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass ich von da oben ins Meer reinhüpfe und einfach reinschwimme, ne? So wie, also so ähnlich wie ich das am Anfang gemacht habe bei der Stadt Korinis. Oh, ein Lederbeutel. Und das klingt mir nach Goblins. Da drüben sind die. Na komm her. Ah, lasst euch doch mal treffen. Alter, immer diese Goblins, die da so rum. Ich weiß nicht, die hampelt halt so rum, die trifft man nicht. Die sind so schnell. Dafür hat ein goldener Ring dabei. Das ist gut. Goldener Ring ist viel wert. 250 war das gerade, glaube ich. So, und hier oben ist doch bestimmt ein Bandit, oder? Ja, hier kommt der Schnupperfeuer. Ja, sogar zwei. Ich habe beide getroffen. Gut, wenn das zwei sind und noch dazu Fernkämpfer, dann bin ich jetzt hier mal ganz feige. Ich mach dich fertig. Und mach das Ganze im Fernkampf. Jetzt hat die Heuschrecke meinen Banditen umgelegt. Wie gemein. Die Erfahrung, die wollte ich. Was tust du, dämliche Heuschrecke? Was soll das? Ah! Die Erfahrung. Ich will doch stärker werden. Ein Degen der Banditen. So wie es aussieht, oder? Nee, ein normaler Degen. Okay. Schade. Dunkelpilz, bisschen was zu futtern. Grog. Ah. Ist hier noch irgendwo was? Ja, noch eine Heuschrecke. Komm her. Könnte ich bitte mal reinhauen? Nicht andersrum, ja? Ich will bei denen reinhauen. Ja, jetzt muss ich weglaufen. Es ist gut. Ist gut. Ist gut. Ich bin ja schon weg. Was ist das? Eine Waldbeere und ein Pilz. Verdammt. Noch mehr Pilze. Guck mal. Die sind wichtig. Ich brauche Mana. Ganz viel Mana. Ganz viel Mana. Auch wenn ich jetzt leider noch nichts davon habe. 272. Dann haben wir nochmal 70. Und 4 davon. Dann fehlen hier zwei Lebenspunkte. Das heißt, ich hau mir mal wieder so einen Fisch oder so rein. Genau. So ein Fünfer-Ding. An Mana hätte ich gerne auch 50. Genau. So, nur nichts verschwenden. Und dann würde ich mir gerne noch von dem Banditen hier. Na, okay. Gleich. Siehst du? Jetzt gehe ich plötzlich ab wie Schmidts Katze. Vier, fünf Treffer und fang Heuschrecke tot. Da ist und vorhin habe ich da irgendwie, keine Ahnung, tausendmal draufgehauen gefühlt und habe nichts getroffen. Das ist genau der Grund, warum ich meinen Zweihandskill erhöht habe. Und eigentlich noch weiter erhöhen will, damit diese kritischen Treffer und damit mein ausgeteilter Schaden einfach zuverlässiger werden. Damit ich hier nicht das Problem habe, dass genau sowas passiert, dass ich ewig draufhaue und einfach keinen Schaden mache. Genau das will ich damit verhindern. Und da ich halt derzeit noch nicht wirklich genug Mana habe, um mit Magie dauerhaft viel Schaden zu machen, und was mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer erscheint, ich weiß nicht, ob später die stärkeren Zauber pro Mana mehr Schaden austeilen. Aber falls es nein sein sollte, falls nein die Antwort ist darauf, dann wird das eh noch spaßig. Dann bezweifle ich ehrlich gesagt, dass ein reiner Magier wirklich komplett spielbar ist. Glaube ich dann ehrlich gesagt gar nicht wirklich. Müsste ich mal ausprobieren. Oder vielleicht mal schauen. Vielleicht hat es schon irgendjemand gemacht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Guides dazu. Oder vielleicht ein anderes Let's Play. Keine Ahnung. Ja.
Ich bin doch so dumm. 50, 56 Lebenspunkte, 56, 56, 46 und 4 hiervon machen 48, genau. Beziehungsweise stattdessen kann ich auch das Brot reinhauen. Dann wäre das auch mal weg. Ich will den ganzen Scheiß irgendwie wieder loswerden. Das ist viel zu viel Unsinn, den ich da habe. Ah, ein Bogen. Der scheint sogar ganz gut zu sein. Wenn er so einen tollen Namen hat wie Eschenbogen. Die Pfeile, ja, nehme ich mal mit. Ich kann zwar nicht wirklich Bogen schießen. Wie viel Geschick habe ich? 21. Und der Eschenbogen, haha, der braucht 80. Ich könnte meine Geschicklichkeit auch um 4 steigern. Dann könnte ich mal den Feuerbogen benutzen. Aber ich fürchte, der Feuerbogen lässt sich ausschließlich mit Feuerpfeilen benutzen. Und von denen habe ich halt leider nur 20. Vielleicht gibt es die noch irgendwo. Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Links, rechts. Das ist ja genauso billig wie die Kiste draußen. Und ich verschwende da einfach einen Dietrich, ich Depp. Gibt's da nicht. Mann, Mann, Mann. Ich frage mich, ob das alle Banditen waren. Das scheint auf jeden Fall noch nicht der Gipfel zu sein. Siehst du mal. Wusste ich's doch. So, hier. Da ist nämlich noch ein Turm. Aber ich glaube nicht, dass ich von hier dorthin komme. Deswegen laufe ich da lieber wieder die Treppe runter. Den kontrollierten Weg. Und, ja genau, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das alle Banditen waren. Es waren jetzt irgendwie 3 oder so. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass sich nur 3 Banditen hier in der Nähe der Piraten so verschanzt haben, wenn die wirklich im Krieg sind. Die wollen ja dann sicherlich auch ein bisschen schlagkräftiger sein. Kann ich da hin? Ja, da kann ich hin. Guck mal. Aber was kriege ich hier? Außer vielleicht runterzufallen. Moment, ist das da unten? Ja, das ist doch der Talkessel. Oder ist das... Ah, mir scheint, das ist andersrum gedacht. Ich kann mich hier unten an den Banditen vorbeischleichen. Ach so. Dann wäre ich hier drin. Verstehe. Verstehe. Ist hier hinten noch irgendwas? Da kann ich auch durch. Oh mein Gott, ist das verwinkelt. Das ist so großartig. Ach, und jetzt bin ich hier wieder. Und da kann ich wohl auch rein. Dann mache ich das doch einfach mal. Ah, sag mal. Da rein. Ich will da rein. Genau so. So, und damit bin ich spätestens jetzt hinter den Banditen. Es sei denn, wie gesagt, es gibt da noch einen. Oder 2 oder 3. Links, links, rechts, rechts. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Wobei, ein bisschen Schwefel ist okay. Brauche ich vielleicht irgendwann mal für einen Zauber, wieder für eine Rune. Okay. Nee, hier ist kein Bandit mehr. Die Frage ist nur, kann ich da hoch? Und wenn ja, was kriege ich da oben? Na, weil drüben bei Dexter, also drüben in der alten Welt, bei Dexter auf dem Turm, da war ja auch was oben drauf. Nope, so nicht. Ich muss hier nur ein bisschen vorsichtig sein, damit ich da nicht runterfalle. Ich sagte nicht runterfallen, ja? Nur damit das klar ist. Aber nö, das scheint nicht zu klappen. Ich kann ja mal Folgendes versuchen. Ich kann ja mal da hochgehen. Und wenn ich dann die Kamera drehe, kann ich vielleicht... Ja, kann ich einen Blick oben drauf werfen. Aber mir scheint, da liegt nichts von Wert. Nun denn! Ich habe die Piraten... nicht die Piraten... Verdammt. Verdammte Axt! Aber ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott, das war so knapp. 16.13 Uhr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, bis 18 Uhr haue ich mich ein bisschen aufs Ohr. Oh mein Gott, war das knapp. Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwie wieder laden oder das nachstellen. So knapp, also ich hätte ja eigentlich nicht gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da direkt runterhüpfen kann auf die Treppe. Dass ich mir da beim ersten Turm viel zu viel Gedanken gemacht habe, als ich da gemütlich auf die Treppe wieder drauf spaziert bin. Aber nein, das war alles gerechtfertigt. Und hier ist noch ein Dunkelpilz. Den will ich. Da ist noch einer.
Den will ich natürlich auch. Denn ihr wisst ja, Mana und so. So, ich habe die Piraten besiegt. Dann ist Henry jetzt bestimmt ganz toll überzeugt von mir und reduziert vielleicht den Preis auf 200 Gold. Und da ich 207 Gold habe, könnte ich mir das dann sogar leisten an dieser Stelle. So. Halt! Freund oder Feind? Was passiert, wenn ich Feind sage? Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich. Wie, du kennst mich nicht? Junge, ich war doch schon da. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung. Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Natürlich. Und zwar einer, der zaubern kann. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. Nur 100. Kann ich noch irgendwas anderes für dich tun? Warte mal. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm, ich hab's... Warte mal, ich will jetzt mal was probieren. Wenn ich jetzt hier zurückgehe und speichere und wieder auf ihn zulaufe. Halt! Freund oder Feind? Und Feind sage. Feind. Du willst wohl, dass ich dir den Arsch versohle, du Spaßvogel. Sag, was du hier willst oder verschwinde ganz schnell wieder. Okay, mach keinen Unterschied. Lass mich rein. Das kennen wir alles. 100 Gold oder du verschwindest. Ja, 100 Goldstücke hier, bitteschön. Gut. Hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Ja, also ich bin da relativ zuversichtlich, dass Greg, der mich ja schon kennt, ich habe ihm immerhin geholfen, in die Stadt reinzukommen, dass der da nichts gegen hat, wenn ich hier mitmache bei euch. So, ich will mal eben hier noch schnell, wenn ich schon mal da bin, das ist doch alles nur Gerede. Bei uns das Fleisch abliefern. Pirat. Er meinte doch, morgen ist irgendwo am Wasser oder so, ne? Pirat. Bill. Morgen? Wo ist morgen? Ah, oh, die Musik ist so toll. Morgen! Hey! Rum, Wein, Grog. Tja, jetzt nicht mehr, ne? Ich weiß nicht. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. Du Alki, ey. So will ich nie werden. Andererseits, Alkohol gibt Mana. So, besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her. Ja. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig, darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich hab ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen, wenn Greg zurückkommt. Ich sehe schon, er ist sehr fleißig. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich hab die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ah, sehr gut. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Ja, Leute, willkommen in meinem Trupp.
Ach, ich hau mich wieder hin. Nee, warte mal. Nein, nein, ich will da nicht hoch. Ich will ihn ansprechen. Er kann mich trainieren. Was kannst du mir denn beibringen? Hey. Das will ich noch wissen hier zum Abschied. Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Mist. Unterrichte mich. Ja, wirklich nur Einhandwaffen. Schade. Leg dich wieder hin. Hervorragende Idee. Faule Sau, ey. Okay, das hätte ich schon mal erledigt. Das Fleisch ist abgeliefert. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich mir hier irgendwo eine Schlafgelegenheit suche. Damit ich hier die Nacht nicht irgendwie verbringen muss im Freien oder so. Da werde ich doch bestimmt was finden, oder? Ist hier irgendwo eine Hütte? Kann ich irgendwo pennen bei euch? Ach komm, darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Jetzt würde ich erstmal sagen, dass das super ist, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und dass ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Kann ich hier drin pennen? Bier, Bett. Na klar, scheint keinen zu stören. Also dann, auf Wiedersehen und bis dahin.